Willkommen zum heißen Part der Caller. Ich hoffe, ich kann es diesmal besser. Na gut, habt ihr den anderen Caller-Part angeguckt und war es verständlich? Konnte es eventuell sogar weiterhelfen? Dadurch, dass nicht wirklich Kommentare kommen, kann ich das halt echt schwer einschätzen und das wäre eigentlich mir ganz lieb, wenn man da was lassen könnte. Und ich hoffe, es wird vor allen Dingen nicht technisch so ein Desaster wie das andere. Also das hat echt gereicht, vorne und hinten. Okay, egal. Ja, wenn man sich vielleicht, oder andersrum, anders formuliert, wenn ihr den Skizzen- und Line-Part, also den davor, angeguckt habt, wisst ihr ja, wie das Motiv aussieht, wie meine Yang einem Angriff ausweicht und gleichzeitig ihre Waffe hervorruft. Ich habe so übrigens deswegen genommen, weil ihr Unterhaar leuchtet. Mal neben dem, dass ich persönlich einfach inzwischen tausendmal lieber dunkle Hautcolor als in Anführungsstrichen normale helle Haut. Seit ich mal dunkel ausprobiert habe, ist so, ich kann noch helle, aber mir fällt jeglicher dunkle Typ leichter, egal ob nur Eisbrauen oder volle Kanne wie bei ihr. Aber nein. Und wie ich auf Facebook gelesen habe, kommt es mir so rüber, als würde ein größerer Teil mit dunkler Haut straucheln und dadurch ist es wiederum auch doppelt praktisch, sie dafür zu nehmen. Aber wie geht man jetzt am besten beim Color vor? Gerade mit Effekten. Also zuerst, man sollte immer planen. Also man sollte zumindest wenigstens wissen, wo die Effekte liegen. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Angriff ist, wie bei Fantasy mit den Elementen, wobei da in dem Sinne nur Feuer interessant ist, weil alle anderen keine Lichteffekte ausüben, dass man schon mal im Kopf hat, wo grob die lang geht, damit du halt wirklich auch das Ganze schön in Szene setzen kannst, weil du ja immer diesen Licht, ich sag jetzt mal Impuls, mit dem Feuer mit hast und diesen dann auch farblich einbaust. Du kannst an sich schon auch den Platz für die Flamme freilassen, dann einfach normal colorn, aber glaub mir, es macht tausendmal mehr Eindruck und kommt halt einfach echt über, weil man wenn man an den Effekt denkt, wenn man den auch einbaut. Daher sollte man das vorher schon so möglichst im Kopf haben. So die, ich sag jetzt mal, allgemeine Lichtstimmung, also kommst du mal von vorne, von hinten. Das musste sein. Von rechts oben oder so. Das kann man ja immer noch beim Colorn spontan entscheiden. Zumindest bin ich dieser nicht planende Typ. Und da ist bei mir eigentlich immer die Color reine Spontanität. Kann man ja immer noch machen. Und man sollte schon im Kopf haben, wo die Effekte sind. In ihrem Fall sind es eben, wie gesagt, die Haare, Schrägstrich, das Unterhaar. Das bedeutet eben hier, dann im Gesicht. Hier zumindest die Ecke oben vom Pony. Hier sind die Haare gerade so weit weg, dass sie in dem Sinne nichts mehr ausmachen. Ansonsten, ich weiß nicht warum, aber ich hatte bei der Rasse, hatte ich halt so gesehen, Haare leuchten geht als Option. Und ich hatte sofort im Kopf, dass bei ihr die Haare so an der Seite liegen müssen, damit immer so eine Umrandung an Licht, solange sie sich nicht bewegt, zu sehen ist. Fand ich ganz geil. Aber jetzt in diesem Fall ist es halt nicht da. Es wird nur so minimal am Kleidungsrand hier lang gehen. Und dann, der Rauch hat nur einen schwachen Lichteffekt, aber so ein bisschen schon. Und dann hier an den Dutt und da so ein bisschen Aufhellung. Aber ansonsten sieht man leider nicht viel von ihrem Unterhaareffekt. Ach ja, und hier noch. Sehen wir das? Ja, gut. Dann würde ich sagen, könnte ich ja mal loslegen. Wie ich beim anderen Part erzählt habe, gehe ich an sich, solange ich nichts durcheinander bringe, von hell nach dunkel.
Meistens ist das ja immer so die normale helle Hautfarbe das hellste, aber in ihrem Fall sind es die silbernen Elemente an ihrer Kleidung. Kurz durch, bevor es kommt. Ja, ich weiß, der ist leer und muss nachgefüllt werden, aber ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich will immer gern so ein Color-Part für sich durchziehen und dann später halt nachfüllen und nicht, wenn man gerade zwischendrin ist. Auch wenn man vielleicht den Abschnitt gerade fertig hat, den man machen wollte, aber es bleibt nervig. Und wie man vielleicht mitbekommen hat, dass der hier leer ist. Oder ein bisschen sehr hell ist. Macht nichts, weil ich nur die andere Seite benutze. Benutzt ihr auch die andere Seite? Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe dann nur Streifen rausbekommen und der war noch voll. Also, ich habe immer nur die schöne Brushspitze in Gebrauch.
Dann würde ich sagen, versuche ich mal den Effektpart gut darzustellen. Also halt jetzt, gerade die Seite hat halt den größten Effekt. Also an sich hat der Rauch keinen Lichteffekt. Und an sich benutzt die zum Beschwören ihrer Waffe ja den Beschwörungsrauch. Also ihr Rauch hat im Prinzip drei Fähigkeiten, die sie abrufen kann. Beschwörung, Licht, Feuer. Und Licht und Feuer haben natürlich so ein bisschen, beide wirklich nur so ein bisschen Licht. Aber ich dachte mir, sie kombiniert dann so ein bisschen Lichtaspekt mit in den Rauch. Weil an sich habe ich zwar durch ihr Unterhaar auch einen Lichteffekt, aber ich dachte mir, das sieht dann nochmal ein bisschen geiler aus. Und ich meine, es ist ihre Magie, Bitch. Sie kann so nutzen, wie sie will. Aber egal. So. Zum Haarekollern hatte ich ja im letzten Collar, also vorletzten mehr oder minder, zumindest den letzten aus dieser Reihe, so ein bisschen was erklärt. Wobei mir auch gerade auffällt, dadurch, dass ich jetzt doch mehr dazu tendiere, von dunkel zu hell zu gehen, als diese allglatte Haarstruktur, die ich jetzt bei Ying nicht mal so falsch finde, aber im Allgemeinen mochte ich doch lieber meine Bilder. Und werde ich dann mal wieder gucken, nur dann ist der Übergang nicht so gut, das triggert mich so ein bisschen. Ist das schwierig. Aber egal. Weil wenn ich jetzt wieder anders color, dann kommt das optisch nicht so knüller. Also machen wir erstmal so weiter. Und wie gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht bei ihr, aber bei allen will ich das jetzt echt nicht mehr haben. Random zu Ende. Ja, also wie gesagt, fangen wir mal mit endlich mal den wichtigsten Teil, den Effekt an. Ich hatte zuerst überlegt, ob auch von hier nochmal so ein bisschen, so nach dem Motto helles Licht, dann so ein bisschen gelblich-weißer Aspekt, aber. Ganz ehrlich, ich habe nicht die Nerven dafür. Ab und zu habe ich auch mal keinen Bock auf bestimmte Color-Szenarien oder noch schlimmer, Anführungsstrichen schlimmere, noch schwerere Color-Dings. Egal. An sich werde ich deswegen jetzt nur noch mit den lila Tönen arbeiten und nicht mit diesem Schwarz am Anfang, die ich bei ihr habe. Weil hier kommt ja das zugegeben bisschen Licht, aber dadurch hat es halt mehr Licht als die Seite. Und dadurch will ich auf die tiefsten Töne verzichten, außer kurz beim Dutti am Anfang, einfach damit die Struktur ein bisschen mehr rauskommt. Ich weiß, ich muss mein Schwarz noch füllen. Wie ich vorher beim Grau erwähnt habe, ich habe jetzt keine Lust. Und Schwarz ist einfach die bitchigste Ton zum Auffüllen. Ich weiß ja nicht, ob ihr Copics habt. Aber Schwarz ist einfach wirklich die zäheste Konsistenz an Farbe, die die Farbpalette zu bieten hat. Das dauert wirklich immer mehrere Minuten, bis ich hoffe, dass er wieder voll ist. Ich weiß es nicht. Wenn ich einen Festjob habe, werde ich mal wieder ein paar Copic-Töne kaufen und es ist schwer, neben Colin zu reden. Aber ich finde es halt immer schöner, wenn man so ein bisschen Abwechslung hat zwischen im Video reden und reingesprochen per bei mir Memo. Okay. Werde ich mal wieder so einen Leermarker holen und den dann voll machen. Aber Sketch-Variante, weil ich die halt echt tausendmal lieber in der Hand habe. Und ja, dann hoffen, dass es nicht mehr so krass. Ja, ich würde schon sagen, verstopft. Ja, ich könnte auch rein theoretisch nur die Spitzen auswechseln, aber da ich eh die Sketch so sehr liebe, warum nicht? Bietet sich an. Ach ja, und nein, ich bin nicht arbeitslos. Ich bin nur immer noch in der Ausbildung, leider Gottes. Ich hoffe, ich schaffe diesmal die Prüfung. Sonst gehe ich mich einäschern oder so. Okay, nein, mache ich nicht, aber dann breche ich ehrlich gesagt die Ausbildung ab, weil es bringt dann nichts, da weiterzulernen. Aber das wäre zu sehr off-topic und zu privat. Und dann könnte man sagen, ich mache Rufmord, weil ich es schlecht rede im Video. Und es würde zugegebenermaßen stimmen, aber naja, egal.
Es wäre auf jeden Fall mehr als unklug. Also lass mal das mal lieber. Ah, ich hoffe echt. So, dann nochmal, um diesen schönen Schimmer zu kriegen, auch an den Haarspitzen. Ja, Facebook ist an. Es ist so ungewohnt awkward, dass immer, wenn ich hier was einspreche, dann mache ich halt Fernseher und Laptop aus, damit man mich halt auch hört, weil selbst wenn ich die Musik auf der leisesten Stufe lasse, ist die immer doppelt so hoch wie, also doppelt so laut wie ich. Okay. Und ja, ich bin noch ein altmodischer Mensch und ich gucke Fernsehen. Ich schäme mich nicht dafür und ja. Guckt ihr noch Fernsehen? Ich lese einfach so oft wie, wenn, ja, es läuft immer noch Schrott im Fernsehen, aber das hat es auch schon vorher gegeben und das wird auch nie aufhören. Jetzt mal ehrlich. Es polarisiert nun mal, dadurch kommen mehr Klickzahlen und ja. Wie im Internet. Und da tut man ja auch zum Teil, nicht immer, zum Teil bewusst polarisieren. Pro. Schade, dass sie können nicht ihren Hintern kratzen und zu, als Motiv zu einem Streck, das käme ist so gut. Aber es passt auch nicht zu ihr. Sie ist nun mal kindlich, also ich werde sie nicht so nach dem Sexismus-Prinzip darstellen, weil das passt einfach nicht zu ihrem Charakter. Sie ist kindlich. Basta. Es ist fertig, nach zugegeben. Die Videodatei jetzt zusammen ist nur etwas über 2 Stunden, aber es kam mir um einiges länger vor. Also ja. Aber hier ist sie fertig, meine kleine Yang. Und ich muss das nächste Mal echt dran denken. Entschuldigung, dass ich so wackel. Dass ich. Dass ich beim nächsten Bild, wo ich wieder mehr mit Effekten arbeite, dass ich dann dran denke, das bestenfalls zu filmen. Größtenteils. Oder zumindest. Vor allem den Effektpart. Weil, ja, es ist nicht das vorteilhafteste Bild für Effekte, muss ich schon zugeben. Aber mir ist einfach irgendwo so spontan auch nichts Besseres eingefallen. Ich hoffe, es war aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Aber ich muss zugeben, ich habe sie echt lange nicht mehr gezeichnet. Ich habe sie.
Das ist jetzt erst das zweite Mal, dass ich die bunt zeichne, fällt mir gerade auf. Das andere Mal bist du nur für einen Inkslot gezeigt. Okay, erst zweieinhalb Mal, aber das andere Mal hattest du so ein Alternativ-Outfit an. Und zwar für die Tanz in den Mai-Quest. Moment, das ist ja auch in den schönen Büchlein drin. Ich muss das nur noch mal finden. Nein, nein, nein. Ja, ich habe gerade künstliches Licht, dann ist es noch zu dunkel für es, aber sonst komme ich nicht mehr zu. Ich würde eigentlich gestern machen, aber voll für den Arsch. Was auch sonst? Ich meine, ich habe den Abfrei, wozu soll etwas klappen? Nee. Ja, hier hat sie ihr Alternativ-Outfit an. Ich bin so ein bisschen stolz auf diesen Blumenkragenkranz-Elemente, was auch immer. Eigentlich wollte ich hier mit Inking so schön ihre zerstörte Welt andeuten, aber nachdem ich das angefangen habe, war das so, okay, nein, das wird nichts. Und bitte tötet mich nicht, aber ich find's irgendwie lustig, dass ihr so außersehen die Vorrolle erwirkt. Ich mag Tiere ja, aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Bock auf diese Idee. Und ja. Es ist übrigens ihre Waffe Mini-Turi-Tauriisiert, die sie wie hier jederzeit herbeirufen kann. Ich habe mir überlegt, dass ich das einfach so als Design-Element einpacke. An sich kann sie das auch komplett weglassen, aber so ein bisschen Gefühl von Sicherheit gibt ihr das schon. Jedenfalls, ich habe echt lange nicht mehr meine Gute gezeichnet. Ich habe so viele Charaktere. Viel zu lange nicht mehr gezeichnet. Zum Beispiel Mila hier. Das ist auch neben ihren Sheet das einzigste farbige und davor gab es auch nur eine Skizze. Meine kleine Maus. Sie wird, oh mein Gott, eine Cosplayerin. Will sie cosplayen? Ich freue mich so den Ast. Ich hoffe, es klappt bei uns beiden zur LBM. Und die Leute, die dann in der Nähe sein werden, wenn ich sie entdecke, die werden sowas von Hörsturz erleiden. Oh mein Gott. Sogar mit dem Schwanz, der sich bewegt, Alter. Das ist so cool. Ich werde diesen scheiß Schwanz definitiv flauschen. Das ist das Beste an ihrem Design. Ich weiß ja nicht, ob es den Leuten, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wenn ich Teardrails mache, dann ist das meistens immer mit der schönen Buschelschwanz oder so Flauschohren. Weil Flausch. Egal, zurück zum Bild. Ja. Ich hoffe, euch gefällt meine Kleine. Ihr konntet so ein bisschen nachvollziehen, wie ich vorgegangen bin. Es war unterhaltsam. Wie ich vielleicht schon erwähnt habe, ich würde meine Videos jetzt nicht als nur Unterhaltung sehen. Also sprich, dass man wirklich die ganze Zeit zuguckt, sondern ich mache es halt selbst auch immer so, dass ich die dann nebenbei laufen lasse und selbst zeichne. Dadurch, dass die bei mir immer relativ lang werden, gerade die Colorbars, kann ich das echt nur empfehlen für alle. Nebenbei habe ich schon ein zweites Video in der Mache, weil ich irgendwie voll Bock drauf hatte bei dem Motiv. Und das wird jetzt erstmal auf Reserve kommen. Und dann versuche ich jetzt halt immer so alle 2 Wochen was Neues zu kommen. Ja. Für den nächsten Part ist ja Charakterinteraktion vorausgesetzt und. Also das 2. Ich würde gerade sagen, mindestens 2. 2 wären schon schlimm genug. Miteinander interagieren. Hättet ihr da eventuell denn Wünsche? Und ich würde gerade sagen, kein Fanart, aber vielleicht habt ihr was Cooles. Ich meine, ja, Ruby. Geht immer. Ich liebe Ruby so hart. Und oh mein Gott, die 6. Season. Ich freue mich so auf Staffel. Eine Staffel. Ich freue mich so auf Folge 4, Alter. Ich habe schon so kleine Sneak Peek, kleine Spoiler-Video auf Instagram gesehen und oh mein Gott, mein Baby teilt aus. Mein Name ist Baby Crow. Geh sterben, Ospen. Also, ich meine, vorher war ich so mit der Mentalität, ist mir egal, was der Typ abzieht, aber jetzt nach dem letzten Gelaber ist das so. Alter, dein Scheiß Ernst? Ja,
Und vor allen Dingen wird Salem endlich mal richtig in Szene gesetzt. Ich bin echt gespannt, was sie hier antut. Ich meine, der ist schon so eine Wucht von Kerl. Selbst er hat Angst. Ich habe schon ein kleines Bild gesehen. Weil das ist ja nur ein Bild gewesen. Das ist ja nicht der ganze Prozess gewesen, was da passiert ist. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Ja, es tut mir leid, die Kamera wackelt. Lasst mich. Ihr habt zu viel anderes gelabert. Es tut mir leid. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, klatscht die unten in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich liebe meine kleine Maus. Bei der Waffe werde ich definitiv nochmal ein bisschen rumprobieren. Das war das erste Mal in Farbe, sonst habe ich die bisher nur für den einen Inkslot gezeichnet, traurigerweise. Ja, fällt mir gerade spontan nicht ein, was ich noch labern könnte. Es wäre mir definitiv eine Freude, wenn ihr meinen Kanal so ein bisschen unterstützen könntet mit einem Like, Kommentar und hat der Geier nicht gesehen, weil ich finde es mega anstrengend, Videos aufzunehmen, muss ich sagen, weil ich muss halt immer drauf gucken, dass auch ja alles zu sehen ist und das nicht aus Versehen in die Kamera ausgeht. Ja. Ist nicht so lustig. Oh, Entschuldigung. Ist nicht so lustig, wie es scheint. Und ich habe das letzte Mal festgestellt. Ich weiß jetzt immer, wie lange die Videos brauchen, damit die in diesem System komplett drin sind, damit ich die bearbeiten kann. Auf die Minute genau, wie viel es am Ende an Umfang in der Gesamtdatei unbearbeitet ist. Also von meinem Teil war es halt 2 Stunden und es zerquetscht jetzt bei der. Ist jetzt ohne den letzten Dings, aber das reicht jetzt auch nicht mehr so viel aus. Okay, doch, ich sehe gerade fast 10 Minuten. Yay! Aber hey, jetzt weiß ich immer, wie lange ich warten muss. Das Abspeichern wird ganz lange dauern. Aber an sich sollte es heute schaffen, dass ich es dann wieder richtig hochladen kann und dass ihr es seht. Auf jeden Fall, wie gesagt, tut mir bitte den Gefallen und interagiert irgendwie bei mir. Ich weiß, es ist technisch gesehen so eine dezente Katastrophe, aber ich versuche echt mein Bestes und es geht einfach so viel Zeit drauf, Videos machen. Es ist so widerlich. Wirklich, es wäre ganz cool, wenn ab und zu mal ein Kommentar käme. Like, Follow. Ihr kennt die Scheiße. Vielleicht dreht ihr auch selbst und was für ein Pain in the Ass das ist. Aber ja, das war's dann mal. Und so lange ist das schon fertig, aber ich kam noch nicht zu. Ja, geht ja noch. Auf jeden Fall. Danke fürs Zugucken. Ich habe genug rumgeheult. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video oder beim alten, wenn ihr mal ein paar ältere gucken wollt. Also, so ein bisschen was hat sich schon an meinem Technik-Skill getan. Aber nur so ein bisschen. Wir sehen uns, Leute, und ciao.